Liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herbst hat begonnen, die Tage werden kürzer. Doch kein Grund, Trübsal zu blasen. Steigt aufs Fahrrad, es gibt einfach nichts Besseres. Und so habe ich mich kurzerhand auf mein Rennrad geschwungen für eine herrliche Tour durchs Allgäu, das Lechtal und den Bregenzer Wald. Eine Tour voller Höhen. Und, naja, urteilt am besten selbst. Gestartet bin ich morgens kurz nach 6 bei Sonthofen, in der Hoffnung, abends, noch vor Einbruch der Dunkelheit, wieder zurück beim Auto zu sein. Guten Morgen! Der erste Abschnitt dieser Tour führt mich über Oberjoch ins Tannheimer Tal, sodann im Lechtal einige Kilometer Richtung Reute, bevor ich in Richtung Heiterwang abbiege. So langsam wird es dann auch hell. Erstmal heißt es jetzt der Sonne entgegen. Was gibt's Schöneres, als in den Sonnenaufgang reinzufahren, oder? Damit wäre der erste Anstieg geschafft. Und weiter geht's ins Tannheimer Tal. Sau gut hier. Kann man nicht anders sagen. Gegenverkehr, da muss ich dann doch mal kurz halten. Ob man hier wohl auch mit dem Gleitschirm landen kann? Ich verlinke euch mal was, dann könnt ihr nachschauen. Ja, Freunde, ich kann es nicht oft genug betonen. Früh aufzustehen lohnt sich immer. Die folgende Abfahrt hinein in den Sonnenaufgang ist einmal mehr der Beweis dafür. Was war das denn, hey? Eine mega gute Abfahrt.
Da wirst du doch nicht mehr ganz klar im Kopf. Das war richtig gut. So kann man doch mal einen Tag starten, oder? Jetzt geht's erstmal ein paar Kilometer über Gravel. Einzige Alternative hier ist nämlich die Fernpassstraße. Und die zu fahren macht bestimmt auch keinen Spaß. Oh Mann, ich habe meine Schwimmflügel gar nicht dabei. Zu lose der Untergrund hier, da sinkt man ein. Von Heiterwang aus geht es für mich über Bärwang und Namlos zurück ins Lechtal und diesem folgend nach Wart und bis auf den Hochtannbergpass. Ernährung soll heute auch hauptsächlich im Sattel erfolgen. Denn die große Faszination am Radfahren liegt für mich darin, aus eigener Kraft weit zu kommen. Eine tiefgehende Analyse meiner bisherigen Radtouren auf der Langstrecke hat jedoch ergeben, dass ich noch zu viel Zeit für Rumlümmeln und krass Abchillen aufwende. Meine Radtaschen sind deshalb heute mit Unmengen an Keksen, Schokolade und Riegeln befüllt und die Pausenzeiten möchte ich möglichst kurz halten. Leute, Leute, steigt aufs Fahrrad. Es gibt einfach nichts Besseres. Oder, also, maximal gleich gute Sachen. Skifahren, Klettern, Gleitschirmfliegen. Aber Radfahren, Junge, Junge. Einfach aufs Rad steigen. Ist das gut, hey. Und gleich kommt die nächste Abfahrt. Dü-dü-dü-dü-dü. Und schon bin ich zurück im Lechtal. Auf zum Hochtannbergpass.
Lechtal-Radweg. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ich bin jetzt 5 Stunden unterwegs, etwas über 100 Kilometer weit gekommen, und da habe ich dann gerade mal gecheckt, wie lange ich denn in diesen 5 Stunden in Bewegung war, und es sind dann doch nur 4,5 Stunden. Naja, ich war halt mal ganz kurz vom Rad gestiegen, um mich mal umzuziehen, aber viel mehr war da nicht, und dann natürlich mal kurz verkehrsbedingte Stopps oder für ein Foto. Da kommt dann halt schnell eine halbe Stunde zusammen, die man nicht in Bewegung ist. Aber immerhin. Mal gucken, wie lange ich das noch so weiter durchziehen kann. Jetzt stehen die nächsten 500, 600 Höhenmeter hoch zum Hochtannbergpass an. Zwischen ist mir etwas übel. Das heißt also, einfach noch mal schön durchbeißen. In der nächsten Abfahrt kann ich mich wieder ausruhen. Didadidadu. Ich klettere den Berg hinauf, didadidadu. Mit meinem Rad. Junge, Junge, freu dich mal nicht zu früh. Noch 250 Höhenmeter, aber die Beine sind langsam echt ein bisschen platt. Boah. Jetzt hatte ich gerade solche Krämpfe in den Oberschenkeln, dass ich hier in Wart dann doch mal kurz Pause machen werde und gucken, dass ich was trinken habe. Es zu sehr quälen muss man sich ja auch nicht. Soll ja schließlich Spaß machen. Die Pause hat jetzt richtig gut getan. Halbe Stunde kurz gegessen und weiter geht's. Jetzt bin ich wieder etwas ausgeruhter und die Beine fühlen sich wieder besser an. Herrlich. Kann ich diesen herrlichen Anstieg hier nochmal richtig genießen. Bald ist es geschafft. Geschafft. Keine Angst, der Erfolg meines letzten Videos
aktuell 42 Likes, ist mir nicht zu Kopf gestiegen. Vielmehr sind wir doch alle im Grunde eine Art Kunstwerk. Das ist jetzt wieder richtig Radfahren für Genießer. Nehme ich auf jeden Fall auch mit. Über Schröcken bin ich nach Schoppernau abgefahren. Nun geht's durchs Bregenzer Achtal bis nach Egg und von dort über Hittisau, Silbratsgfell und den Rohrmoossattel zurück ins Allgäu. Mann, ist das gut hier. Bregenzer Wald, ich liebe es. Jetzt geht's gleich in den letzten größeren Anstieg für heute. Auch hier muss ich noch mal richtig klettern. Jetzt ist es soweit. Ich brauche noch mal eine kurze Pause. Und treten, treten, treten. Und das geht's ja nicht. Jetzt habt ihr mal gehört, was die Schafe zu der ganzen Sache sagen. So, Schlangenlinien muss ich jetzt zum Abschluss des Tages auch noch mal fahren. Der letzte Anstieg ist damit auch geschafft. Nur der GoPro-Akku hat inzwischen den Geist aufgegeben. Also die letzten Filmaufnahmen jetzt noch mit dem Handy. Ich nutze jetzt gerade noch mal diese herrliche Kulisse hier für ein kleines Fazit. So wie es gerade aussieht, werde ich dann für die 220 Kilometer und 3000 Höhenmeter letztendlich um die 12 Stunden unterwegs gewesen sein mit 10 Stunden in Bewegung. Die genauen Daten blende ich euch noch mal ein. Bin damit soweit ganz zufrieden und die Daten sollen natürlich nicht in Vordergrund stehen. Letztendlich war das einfach nur ein mega guter Tag. Ihr habt es ja selbst gesehen. Was will man mehr?